Willkommen auf dem Kanal Kreativ im Wilden Süden. Ich bin Sarah Birkmeier, unabhängig Stimmen-Abdemonstratorin und bastle heute mit euch eine Weihnachtskarte. Dafür benötigen wir zu der Kartenbasis aus dem Stempelset Geschmackvoll gestaltet, die Stanzset, das Rechteck. Und aus dem Set Grüße mit Weihnachtsgrün habe ich mir das Etikett schon mal gerichtet und da werde ich auch später auch den Spruchstempel rausholen. Ich habe auch ganz viele 4 cm Streifen aus Designpapier rausgeschnitten, aus dem Designpapier nach meiner Wahl hier und habe dafür halt immer auf jedem Streifen 2-mal von der einen Seite ausgestanzt und habe es dann umgedreht und 2-mal auf der anderen Seite umgestanzt, damit ich die Stanzkante immer auf der gleichen Seite aufkleben kann. Und dann geht es auch schon los mit dem Aufkleben. Ich fange mit dem ersten an. Und setze dann willkürlich ganz flächig auf die Karte. Genau, und dann gucke ich einfach vom Farbschema her, dass es mir gefällt. Und gucke dann halt auch, dass es nicht die gleiche Muster direkt nebeneinander liegen. Und das mache ich jetzt über die ganze Karte. Gehe auch das über den Rand hinaus. Und das ist im Endeffekt so eine Art wie Fliesen legen, nur mit Papier. Und ich muss nicht verfugen. Das darf ich mir auch sparen. Alles, was übersteht, wird abgeschnitten von der Rückseite aus und an einer anderen Stelle bei Bedarf wieder angeklebt. Man kann ja Papier sparen. Und tatsächlich habe ich dann auch dabei festgestellt, weil ich ja alles aus jedem Streifen 4 gestempelt hat, ich hätte noch genug Material gehabt am Ende, um noch eine zweite Karte damit zu machen. Und mein Tipp im Nachhinein, entweder hätte ich den ersten höher ansetzen müssen oder tiefer, weil die ganz untere Reihe, das war schon ein Geschnipsel, um es nett auszudrücken. Genau, ich habe jetzt die Zeit ein bisschen Die Geschwindigkeit ein bisschen höher gedreht als normal, weil das ist jetzt wirklich nur ein Zusammensetzen. Schneide ich mal eine Runde ab. Auch ganz praktisch ist die Silikonmatte unten drunter zu legen, dass wenn man der Kleber unten durchquillt, dass man sich halt das Projekt auf den Tisch anklebt. Genau, und jetzt für mich gefühlt der schlimmste Part an der Karte da gewesen und da bin ich aber selbst dran schuld, dass ich da nicht aufgepasst habe. Ja, und das ging auch noch gerade so. Das war das Abschneiden schlimm. Und da ist hinten die Ecke, da war ewig die Überlegung, welches passt. Weil ich das eigentlich nicht wollte. Entschuldigung. So, dann haben wir das auch gleich. Und dann überlege ich, wie ich das Etikett setzen möchte. Jetzt habe ich noch kurz überlegt, ob ich aus dem Christmas Season Set noch die fertigen Stanzteile noch mit draufsetze, aber das war dann zu viel. Ja, da habe ich nur beschlossen, räumen wir weg, wir holen uns einen Spruch. Oder auch nicht? Na, ich habe nur aufgeräumt. Manometer. Genau, da habe ich mir jetzt einen Spruch rausgesucht. Also, ein paar Blocks dazu. Seid ihr schon im Weihnachtskarten-Bastelfieber? Ich hatte gestern eine Gruppe Mädels da zum Weihnachtskarten-Basteln. Ja, es war ein witziger, aber auch anstrengender Abend. Aber es sind wirklich wunderschöne Karten, die dabei rauskommen. So. Ich werde den Chili gestempelt haben. Ja, Chili. Und dann sind wir so gut wie fertig. Ich werde mir jetzt noch ein paar Lamentschlödel schnappen. Uns aufkleben. Und dann ist es eine Karte
mit an sich wenig Aufwand, wenn man das aufstanzen, also aber auch nicht einen großen Aufwand, aber wenig Aufwand, aber eine richtig schöne große Wirkung. Ja, jetzt fummeln wir noch ein wenig Klebemittel ab. Und so, das ist unsere Weihnachtskarte. Euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.